Ganz herzlich willkommen zu Teil 2 des Muttertagsvideos. Teil 1 war der florale Kuchen und Teil 2 wird der Kuchen, der frisch gebackene Kuchen. Noch ist die Kuchenform nur gebuttert und gebröselt und die ist noch leer, aber die werden wir gleich füllen, weil ich habe ein ganz tolles, super simples Rezept, sodass man zu Mami mit beiden Händen voll mit Kuchen und Blumenkuchen kommen kann. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat eigene Hühner und die, hier sieht man auch, das ist also nicht so Industrieeier. Da gibt es also noch ein bisschen Heu vom Stall, da ist auch manchmal noch eine Feder dran, das ist völlig normal. Und für diesen Kuchen nehme ich das Gewicht der Eier, also ich habe die alle gewogen und ich mache meistens einfach Kuchen von 5 Eiern, das ist zum Beispiel so eine Kugelhupfform, das ist dann wunderbar von der Menge her. Ich brauche die Eier für diesen Kuchen auch gar nicht trennen, weil der gelingt auch so immer wunderbar. So, ich schlage dann diese 5 Eier auf und man beachte diese wunderschönen Farben. Also ist eigentlich fast schade, sie wegzuwerfen, aber jetzt brauche ich sie nur mal und die haben so gelbe, schöne Dotter. Man merkt also, dass diese Hühner rumlaufen im Freien und dass die tolles Futter bekommen. Das schmeckt immer echt anders. Ich habe neulich ein paar Eier mal gekauft, da war ich dann so richtig enttäuscht, dass die so anders schmecken. Und ich habe jetzt auch alles schon schön vorbereitet. Und es kommt dann, die Eier, die haben jetzt 270 Gramm in dem Fall gewogen. Das waren 5 Eier, aber du kannst es natürlich auch größer oder kleiner machen. Einfach die Eier abwiegen und dann kommt das gleiche Gewicht wie die Eier wiegen, kommt an Mehl dazu. Habe ich natürlich alles vorbereitet. Ich möchte ja, dass es im Video schön zügig geht. An Zucker. Und dann kommt noch das gleiche Gewicht an Butter, wobei ich da ganz gern ein bisschen weniger manchmal mache, weil man muss nicht immer so viel Fett nehmen. Und das kann man auch ganz gut kompensieren mit was anderem. Das zeige ich gleich. Dann kommt ein Päckchen Backpulver rein. Den Vanillezucker, den habe ich auch selbst gemacht. Das sind jetzt 2 Teelöffel Vanillezucker. Dazu habe ich in Vanillestangen, Vanilleschoten, in Stücke geschnitten, die ein paar Tage im Zucker, 2-3 Tage im Zucker trocknen lassen. Und dann mit einem guten Mixer, also meiner schafft es, dann in den guten Mixer so richtig schön pulverisieren. Hier ist also die ganze Vanilleschote mit drin und das schmeckt man auch. Das ist total lecker. Das ist richtig toll. Und jetzt kommt noch der Trick, warum mein Kuchen immer so richtig schön saftig schmeckt. Da kommt nämlich jetzt etwa, also ich sag mal so ein guter Schuss, etwa 0,1 Liter Mineralwasser dazu. Gerne mit Kohlensäure. Dann geht der Kuchen schön auf und dann mache ich den Deckel jetzt auch zu und rühre erstmal. Und dieses Basisrezept, da kann man dann also Rosinen oder man teilt ihn, man macht dann in die Hälfte Kakao rein oder man macht Nüsse rein. Ich nehme dieses Kuchenrezept als Basis zum Beispiel für einen Obstkuchenboden. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und jetzt werde ich erstmal den Kuchenteig verrühren. Oh, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Und was mir aber dann immer noch dazu fehlt, was ich sehr, sehr lecker finde, ist, wenn Nüsse drin sind. Und ich mag am liebsten diese schönen Mandelblättchen. Und da mache ich einfach 100 Gramm Mandelblättchen rein. Das ist ein Päckchen.
Und das kann man dann auch so schön einfach nur reinwerfen. Und dann, wenn die Mandelblättchen drin sind, dann stelle ich natürlich zum Rühren nicht mehr so schnell ein und nicht mehr so fest, weil ansonsten war das mal Mandelblättchen. Das reicht einfach, wenn die so untergemischt sind. Mehr muss man da gar nicht machen. Und man kann also jetzt schon sehen, dass der Teig schön gelb ist, und das ist das, die Eier, die haben einfach gelbere Dotter. Das stelle ich doch immer wieder fest. Ja, mein Backofen ist schon vorgeheizt, der wartet schon auf den Kuchen. Und ich mache den Kuchen jetzt in die Form und backe ihn 40 Minuten etwa. Also je größer, desto länger muss man ihn backen natürlich. Und wenn man ihn kleiner macht, also ich habe auch solche Mini-Förmchen, so ein Mini-Küchelchen, dann würde ich ihn mal nach 20 Minuten angucken. Und wenn er gebacken ist, geht es gleich weiter. Dann zeige ich euch mal, was da Schönes rauskommt. Ich muss doch auch mal kurz testen. Lecker. Ja, der schmeckt ganz toll. Mama wird sich freuen. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ich habe die Eier gewogen. Die waren jetzt in dem Fall 270 Gramm. Und ich habe dasselbe Gewicht an Zucker, Mehl und Butter. Butter habe ich einen Tick weniger. Ich habe nur 250 Gramm. Habe ich rein dann Backpulver ein Päckchen, 2 Teelöffel Vanillezucker und etwa 0,1 Liter Mineralwasser. Das habe ich jetzt dann verrührt. Unabhängig davon, in welchem Gerät, ob das jetzt mein heißgeliebter, ich mache keine Werbung, nein, mein heißgeliebtes Küchengerät ist oder ein anderes, eine Küchenmaschine, egal, kann man in der Küchenmaschine verrühren. Und dieser Kuchen kommt jetzt in die gefettete und gebröselte Form und der wird jetzt bei 180 Grad Heißluft 40 Minuten gebacken. Und dann kommen noch ein paar Bilder gleich, wie der schön aufgeht, und am Schluss natürlich werden wir gleich mal anschneiden und testen. Und so ganz nebenbei nochmal so die Deko. Tulpen, das ist echt der blanke Wahnsinn. Ich habe französische Papageientulpen, die sind der Hammer. Und ich habe noch im letzten Video, wo ich den floralen Blumenkuchen erklärt habe, da hatte ich einen Strauß in der Hand mit Ornithogalum. Ornithogalum oder auch Milchstern. Die waren in dem Strauß in meinem Blumenkuchen-Video, Blumentorte, da waren die ganz, ganz knospig, haben keine Farbe gezeigt. Also die hier sind jetzt 2 Wochen mindestens und die stehen immer noch so toll da. Also das ist eine Blütenart, die ist unglaublich und die stehen ewig. Die nennen sich auch Gärtnerschreck, weil die Leute so lange nicht kommen, um was Neues zu kaufen. Okay, so, jetzt lassen wir mal unseren Kuchen backen und die Fortsetzung kommt dann gleich. Der Kuchen war jetzt 40 bis 45 Minuten im Ofen. Ich habe ihn doch ein bisschen länger drin gelassen, als ich zuerst dachte. Und habe ihn auch schon abkühlen lassen auf der Terrasse, wo es ein bisschen kühler ist. So, und dann wollen wir den doch mal stürzen und mal gucken, wie das Ergebnis ist. Ist jetzt also ein ganz wunderbar, ein ganz einfacher Rührkuchen nach einem richtig schönen Rezept. Ich sage immer nach Omas Rezept. Und ich dekoriere den nur mit ein bisschen Puderzucker, gemahlenem. Und ich glaube, das muss man vor dem Anrichten eh nochmal drauf machen, weil der Puderzucker verschwindet ja jetzt, wenn der Kuchen noch warm ist. Ja, und dann würde ich sagen, Muttertag kann kommen, weil bekanntlich hält ja doppelt genäht besser. Und dann gibt es für die Mama einen Kuchen und einen Blumenkuchen. Ja, das war der Teil 2 meiner Muttertagsserie. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Blumengestalten, beim Backen
und dann beim Überraschen der Mama. Und Happy Mother's Day und bis bald. Freue mich, wenn ihr auf meinem Kanal seid, abonniert und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr immer an meine Videos erinnert, wenn ein neues kommt, und dann kommen wieder ganz viele tolle Ideen. Also, viel Spaß und bis bald. Tschüss!